Hey Leute, willkommen zurück zu The Forest und wie ihr seht, wir sind nicht da, wo wir aufgehört haben, nämlich wir sind wieder im Lager. Ich dachte mir, ich gehe einfach wieder zurück und baue halt diese Hälfte der Wand, weil das halt einfach nur Baum fällen und hinbringen. Und ja, dieser Teil blieb also für euch erspart und ja, wir haben jetzt hier so eine schräge Wand. Ja, nicht schön, aber funktioniert auf jeden Fall. Und ja, hier kann man sich raufstellen. Und dann eventuell irgendwann mit einem Bogen die Mutanten abwehren. Und ja, da habe ich hier gerade angefangen, so ein, ja, mit, ja, Wand mit Fenster halt zu machen. Und ja, da war ich gerade dabei. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Ist gerade wieder Tag geworden. Oder Moment, ich könnte direkt mal einen Garten bauen. Ja, den baue ich hier hinten hin. Garten? Nee. Na komm, wo ist es? Hier, ja. So. Zwei Dingens brauchen wir dafür. Zwei Holz. Und na. Das ist ein bisschen dumm. Ja, hier hat man irgendwann keine Bäume mehr. Ihr habt sie gehört. Oh, shit! Reflexes. Oh Mann. Na komm. Geh ran hier. Ach shit, jetzt ist unser Totem oder wie auch immer gar nicht mehr da. Na egal, bauen wir uns halt ein neues, ne? So. Müssen wir jetzt noch ein paar Mutanten auseinandernehmen. Hier liegen die. Da. Da sind wir leicht in die Luft angestoßen worden. Okay. Irgendwie haben wir gerade nicht alles bekommen von dem. Liegt da noch? Ne, das ist ein Stein. Hier? Ne, Stein. Hier. Ein Teil. Okay, egal. Wir hatten hier noch mehr getötet. Ah, hier ist noch einer. Hallo. Hier, guck mal, der guckt doch schön. So, bam. Weg mit dem. Okay. Er ist ein bisschen schräg hier. Boah. Okay, sieben Köpfe brauchen wir, ja. Und zwei Sticks, ein, zwei. Die ganzen Beerenbüsche haben sich zu roten, also, ja, schwarzen Beeren umgewandelt. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie, ja, haben sie das mal gemacht. Und sie verschwinden nicht. Sie kommen irgendwie immer wieder. Na komm, alle Teile. Habe ich den Kopf? Ja, oh je. Ja. Ah, zwei. So. Hier vorne war auch noch jemand. Einer. Aber wir nehmen uns erstmal den Baum hier mit. Und dann, ja, machen wir damit erstmal den Garten und bauen, ja, die Wand mit dem Fenster weiter. So, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Part, den ich aneinander aufnehme. So, wohin fällt er? Immer in die falsche Richtung. Die fallen irgendwie immer vom Lager weg. Verstehe nicht, wieso. So. Aber wir müssen auch wieder was essen. Okay. Ich glaube, jetzt konnte ich Blumen oder so daran machen. Also denke ich mal. Wäre auf jeden Fall gut, wenn das so geht. Und ja, demnächst soll ein neuer Patch kommen. Und das soll dann auch ein richtiger Patch sein. Also nicht so ein Mini-Patch, sondern da soll auch was gemacht werden, habe ich gehört. Ja, Bären. Verpisst euch. So, ich. Nee, die will ich nicht essen.
Was wird das? Ja, wir haben nichts zu essen. Schade. Ja, irgendwann werden wir ein Problem deswegen haben. Aber solange wir es jetzt noch nicht haben, ne, ist es uns einfach mal egal, würde ich sagen. So, hier können wir direkt noch einen Baum mitnehmen. So. Ja. Was ich bei TGN, mein Netzwerk übrigens ganz geil finde, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, aber sie haben irgendwie sowas mit Wieso, ja. Und die haben irgendwie jetzt so ein Programm gemacht. Ich weiß nicht, also eine Seite. Auf jeden Fall. Da kann sich als TGN-Partner anmelden oder ist angemeldet oder wie auch immer. Und da ist sowas, da gibt man an, ja, man macht Gaming, Let's Plays, man ist ein Unterhalter, man kann gut schneiden, man kann dies und das gut. Und dann gibt man das halt alles ein, schreibt noch ein paar Dinge dazu, wie suche Mitspieler und dann sucht Wieso, also sucht dieses Programm halt da, sucht diese Seite halt übereinstimmende Leute hinzu. Also YouTuber. Und ja, das ist ganz nice. Das Problem ist nur, dass sorry, dass da ja, dass es nicht deutsch ist. Also da habe ich noch keinen einzigen Deutschen gesehen. Und ja, kleines Problem. Für mich auf jeden Fall. Aber die Idee ist gut. Na? So wie die Idee von der Forest auch ganz gut ist. Aber irgendwie sind hier noch ein paar Bugs drin, ne? Okay. Meer oder Bäume rascheln? Ich denke, Bäume rascheln. Naja. So, der Baum, vielleicht fällt der zum Lager hin. Man weiß es nicht. So, oh. Nö. Oh, hi. Nice. Okay, ja. Wir brauchen Essen. Ja, und irgendwie vermehren sich die, oder? Hä? Die sind jetzt blau geworden. Läuft bei dem. Nice. Okay, wir haben wieder Essen. Nice. Ja. The Forest. Was ist denn los mit dir? Endnight Games hier. Mensch. Oh lol, der setzt sich darauf, das ist geil. So, nächste Wand fertig. Die ein bisschen schräg ist. Naja. So, machen wir mal die nächste. So. Irgendwas zu essen. Oh, die wachsen ja sogar. Geil. Und wieder neu gepflanzt. Aber wir haben die nicht im Inventar. Also bringt das sehr viel, ne? Hä? Ah, so. Ja, wir haben eine Axt, juhu. Die uns nichts bringt. Hauptsache, da ist einfach so ein Stein. Nicht einen spitzen Stein nehmen oder so. Nee, einfach einen fetten Stein daran. Naja. Und damit wollen die das hier fällen. Also, oh, funktioniert besser, als sie aussieht, ne? Oh Mann. Oder dauert das ein bisschen sehr lange? Schon wieder in die falsche Richtung. Komm schon. Baum. Ich weiß, dass du es willst. Komm. Bald ist die Festung fertig und dann kann uns kein Mutant mehr erschrecken. Ah, noch eins, gut. Ja, manche Bäume lassen 5 fallen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Ah, nice, passt direkt für die Wand. Okay. Ja, so langsam gibt es hier keine Bäume mehr. Ist ein bisschen schade.
guck mal, ob da wieder. Also, ich guck gleich, ob da Beeren da sind. Ja, da ist jetzt eine Lücke, das ist ein kleines Problem, aber egal. So, nächste Wand. Oder nee, die machen wir. Mit Fenster? Ja, mit Fenster. So. Dann kommen nur noch zwei hin und dann ist das hier fertig. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. 10 Minuten. Sind sie wieder. Die Nachbarn. Die fliegen können, oh mein Gott. Sie können fliegen und rückwärts laufen. Waren sie es? Okay. So, dann nehme ich meine Axt. Und. Oh Mann, nein! Mann, dieser Bug ist so geil. Ich dachte gerade, als ich raufgeschlagen habe, so, ja, will ich vielleicht mal diesen Bug nochmal zeigen, weil der cool ist. Ja, aber dann will ich vorher speichern. Und dann auf einmal fliege ich in die Luft. Mann. Das ist doof. Aber wir haben jetzt wenigstens wieder die coole Steinaxt. Naja, dann rennen wir noch eben raus. So, kann ich hier noch irgendwas finden? Ich glaube nicht. Na so, dann sprinten wir in Richtung Ausgang. La la la, la la la. Schöne Mine hier. Was mich auch mal interessieren würde, ob ich mit einer Flare raus kann, wenn ich durchsprinte. Ich wette, hier kommen jetzt Mutanten. Verdammt, da. Ja. Fickt euch. Soll ich eine Flare weniger und den Test kann ich auch nicht machen. So. Fertig. Mit dem Mutanz. Ja. Ja, super, jetzt wissen wir zwar. Ach ne, mussten wir vorher auch schon. Alter, diese Geräusche. Mensch. Schnell raus hier. Sprinten. Oh, jetzt sind wir hier. Da, da, da. Ah. Lauf. Noch eine Axt. Na, egal. Ja. Ne. Ne. Ja. Licht. Sonne. Mein Zuhause. Ja, so schnell kommt man auch schon aus dem Cave raus. Na. Ja, das war wieder die Folge, würde ich sagen. Wir rennen jetzt noch schnell raus. Und dann wäre das fertig. Fertig. Mensch. Ich will eigentlich auch einführen, dass jeden Tag um 15 Uhr oder 16 Uhr, ja, wann will ich? Ich sage einfach mal, 15 Uhr eine Folge kommt. Das finde ich so in Ordnung, so einen kleinen Upload-Plan machen. Und ja, vielleicht kriege ich es auch noch irgendwie hin. Ja. Wie kann ich sagen, vielleicht kriege ich irgendwie es hin, noch ein Spiel zu finden, was wovon man auch Videos machen könnte. Weil irgendwie, ja, habe ich nur ein Video pro Tag, irgendwie nur The Forest und. Ja, auch Verschiedenes auf meinem Kanal. Und ja, zum Beispiel Trouble in Terrorist Town würde ich sehr gerne mit anderen spielen. Auch sehr gerne mit anderen YouTubern. Ja, da ist halt wieder die Frage, mit wem gibt es YouTuber, die Trouble in Terrorist Town spielen? Wo verstecken sie sich? Und so Sachen machen halt.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und tschüss. Komm. Ne. 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 Tschüss.